willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem World Cup Account und wir wollen jetzt gleich mal eine Runde spielen. Wir hatten uns da ja irgendwie so ein Teamchen zusammengebaut. Jetzt nichts sonderlich Spezielles. Ich glaube nur Südamerika. Jo, ist nur Südamerika. Und ja, ich habe mich dafür entschieden, dass wir erst Foot World Cup bringen und danach erst Let's Skill Massive. Das heißt, heute Abend 20 Uhr gibt es dann die Let's Skill. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das genau angehe. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Aber ich denke mal, im ersten Video wird es so ein wenig um Dribbling gehen. Und vielleicht noch ein oder zwei Skills dazu, so Grundskills eher. Oh, Lukas, mal einen Spieler, den man echt gebrauchen kann. Bocconioli, Linksverteidiger haben wir, glaube ich, in Vertonghen von Belgien. Naja, vielleicht brauchen wir ihn, ja. So, das hier nochmal abgestoßen. Und dann gucken wir mal, vielleicht stellen wir sogar den Lukas direkt auf in dem Team. Ich weiß gar nicht, wen wir da jetzt stehen haben. Habe ich schon wieder vergessen. Hulk haben wir da stehen, ne? Ich glaube, ich stelle echt mal Lukas auf, weil Hulk hat mich jetzt nicht so von den Socken gehauen. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, Hulk, seine Stärke ist ja schon auch eher so der Schuss. Und ehrlich gesagt, kam ich nicht so häufig zum Schuss mit ihm. War der Lukas auf Flügel? Anscheinend schon. Gucken wir mal. Joa, da ist der Lukas. Ja, komm. Im normalen Foot-Modus finde ich ihn halt ziemlich nice. Oh, okay, das reicht ihm nicht. Ja gut, gehen wir mal rechtes Mittelfeld. Er ist ja eher auch nicht so der Flügel. Also von FIFA jetzt natürlich gesehen. Gucken wir ganz kurz gleich nochmal auf die Workrates gleich. Ja, hat immer noch Mittel-Mittel. Und ja, von seinen Werten her ist er schon eher so der Mittelfeldspieler, finde ich. Der halt natürlich auch mit nach vorne arbeitet. Aber so ein richtiger Winger ist dann eher so Hulk. Und ja, hiermit suchen wir uns jetzt mal einen Gegner. Ach nee, da hatte irgendwer noch 6 Chemie, ne? Hat mir nicht so gefallen. Gucken wir nochmal. Ah, 7 hat der Sanchez. Ja, komm, dann geben wir dem Sanchez halt auch nochmal ein ZOM. Mittelstürmer ZOM. Ich dachte, das würde ihm reichen. Aber es reicht ihm anscheinend nicht. So, Mittelstürmer ZOM. Haben wir auch genug Karten. Und jetzt können wir uns dann aber bitte einen Gegner suchen, oder? Ja, alle fit. Bis auf ihn hier, den lieben Herrn Dante. Dem geben wir dann doch nochmal eine Karte. So, alles klar, dann suchen wir uns hier mal einen Gegner, irgendwann, so, jetzt, und dann schauen wir mal, wie das so läuft mit den Jungs hier, vielleicht finden wir auch eine Chemie-Bitch, wer weiß es, aber irgendwie seitdem das erste Turnier so rum war, so bis Mitte vom zweiten, danach haben wir, glaube ich, keine Chemie-Hure mehr bekommen, ja, es gibt manchmal einen Gegner, der hat nur 90 Chemie, aber das kannst du halt nicht Chemie-Hure nennen, weil derjenige merkt 0,0, dass da irgendwas weniger Chemie hätte, meiner Meinung nach. Nachweisen kann ich es natürlich nicht. Ja, ansonsten kann man vielleicht nochmal ganz kurz über das Spiel Italien gegen Uruguay reden. Ich meine, das ist jetzt, wenn ihr das Video seht, ich glaube schon 2 Tage her, aber ich habe es halt gestern Nacht, bei mir kommt es ja immer nachts, gestern Nacht erst gesehen. Es war phasenweise ein ziemlich langweiliges Spiel, muss ich sagen. Italien mit 2 Spitzen aufgelaufen, mit Immobile und Balotelli. Und ja, es war irgendwie, man hat gemerkt, dass Italien nun Unentschieden brauchte und man hat irgendwie auch gemerkt, dass Uruguay schon einen Sieg wollte, aber auch kein Gegentor bekommen wollte. Und ja, so hat sich das Spiel dann irgendwie ziemlich plätschern lassen bis zur, boah, wann waren das? Paar 70. oder 80. Minute? 80. glaube ich so rum. Gab es dann Ecke für Uruguay und Godin senkt das Ding dann mit 180 km/h unten rein ins Türchen. Und ja, dann war es natürlich 1:0 für Uruguay. Und was es dann natürlich noch zu erzählen gibt, ich glaube, das war noch vor dem Tor, ja, das war noch beim 0:0. Da hat der liebe Herr Suarez mal wieder die Beißerattacke raushängen lassen und hat dem Chiellini mal eiskalt in die Schulter gebissen. Ich habe keine Ahnung, was in dem Kerl irgendwie teilweise vorgeht, aber die Situation war schon wieder rum und dann geht der einfach auf den Chiellini zu und beißt dem in die Schulter. Da fragt man sich wirklich, warum macht der Kerl das? Weil es ist irgendwie, es hat ja auch keinen Sinn, was er da macht. Och, hast du denn nicht noch ein anderes Trikot? Och, Kollege, bitte.
Oh, ich hasse es so abnormal. Vor allem, er hat ja zwei Trikots und er wechselt halt einfach nicht. Die Latenz ist... Ja, danke, wieso nicht? Wieso nimmst du nicht das andere, Kollege? Alter, nimm doch bitte das andere. Ich hab halt echt Schiss, dass ich jetzt hier wieder Probleme bekomme. Alter, ich mach's halt jetzt einfach. Fick dich einfach nur. Fuck mich einfach nur ab, die Leute. Warum haben die zwei Trikots und machen da nicht einfach die Trikotauswahl, die einfach besser passt? Nämlich weiß und blau, was er da hatte. Ich meine, ich hätte ja auch mal ein anderes Trikot genommen. Aber das hat halt auch wieder rot drinne. Wir spielen jedenfalls nicht gegen eine Chemie-Bitch, sondern gegen Mandzukic, Benzema, Fabregas, Hazard, Ronaldo, Xavi, Kompany, Ramos, Lichtsteiner. Wer ist denn das dicke Baby da? Das ging mir ein bisschen schnell, aber der sah relativ witzig aus, der Linksverteidiger. War anscheinend auch nur ein Silberspieler von Spanien. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nochmal kurz zu Suarez. Ich habe keine Ahnung, warum der das immer macht. Und ich weiß auch nicht, ob das noch Folgen haben wird. Aber Chiellini wollte ja auch zeigen dem Schiri, dass er da eine Bisswunde hat anscheinend. Auf jeden Fall Bissabdrücke. Wunde wird er dadurch nicht haben, aber Abdrücke. Und man hat ja im TV schon ganz gut gesehen, dass er ihm tatsächlich da mal eiskalt reingebissen hat mal wieder. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann eventuell wieder irgendwelche Folgen hat. Eigentlich müsste es ja Folgen haben, wenn man ehrlich ist. Hernanes! Ah! Aluminium! Und den kann er noch klären. So, jetzt geht es in die andere Richtung. Jetzt sollten wir uns natürlich wieder aufs Spiel konzentrieren, weil... So, das war obvious, dass dieser Ball kommt. Deswegen einfach mit dem Mann hinten durchgelaufen, damit er halt den Lob nicht bringen kann. So, Hernanes. Hier Lukas nochmal weiter auf dem Hernanes. Und da vorne richtig schön durch auf Alexis Sanchez. Nicht die beste Ballannahme, aber Ramos ist jetzt natürlich auch nicht der langsamste. Schade. Wollte ich natürlich nicht so passen. So, Mandzukic. Laufen wir erstmal durch, außen durch. Mandzukic wieder. So, da sollten wir mal hier rankommen. Thiago Silva. Und der spielt aber leider Gottes dem Gegner direkt in die Füße. Aber Mandzukic lässt auf uns abdroppen. So, hier nochmal einen rüber. Nochmal einen weiter. Und jetzt laufen wir außen durch. Kriegen wir leider nicht ganz durch. So, James Rodriguez. Achso, dem wollten wir ja nochmal eine Chance geben. Ah, wo ist der Ball? Ronaldo hat ihn irgendwie. Hm, das war jetzt nicht so pralle gemacht von, weiß ich nicht, Caceres, glaube ich. Oh, da kommen wir nicht hinterher, hinterm Cristiano. Ja, das Schüsschen ist aber dann eher nicht so pralle. So, kriegen wir nicht durch am Fabregas. Ja, hätten wir... Wupp, was ist jetzt los? Hätten wir in der ersten Phase vielleicht schon mal ein Türchen machen sollen? Wuppa, hier ist aber ganz schön frei, der liebe Herr Benzema. Ich weiß nicht, da ist mein Innenverteidiger einfach stehen geblieben. Außenverteidiger haben wir ja nicht in der Formation. In der ersten Phase, wo wir ganz gut vor sein Tor kamen, hätten wir, glaube ich, schon mal eine Bude machen sollen. Das wäre mal gar nicht so... Alter, ich habe schon längst auf den Pass gedrückt. Ja, aber ihr seht es auch hier wegen den Lecks. 100 Pro wegen den Lecks hat das nicht wahrgenommen, dass ich das gedrückt habe. Schade. Wären wir, glaube ich, drüben ganz gut durch gewesen. Moreno ist das anscheinend. Okay. Ah, Sanchez wird hier über den Haufen gerannt. So, sehr schön haben wir wieder. Und jetzt vorne durch. Ah, der spielt als die Pässe nicht. Ist jetzt gerade übel Abfuck wegen dem Rumgelegge. Ramirez. Oh, da kommt er mit Kompany irgendwie noch dazwischen. Schade. Dante nicht so der prallste Pass, aber macht das Lukas hier ganz gut. Lukas auch schon wieder auf dem ganzen Feld zu sehen. So, Sergio Ramos bringt ihn raus auf den lieben Herrn Mandzukic. Will er hier durchloppen. Dante ist da. Sehr schön. Hier nochmal einen weiter. Ey, der spielt die Pässe nicht. Ohne Scheiß. Beziehungsweise, ich glaube... Das hat nichts mit den Lecks zu tun, sondern... Habe ich den falschen Controller? Oh, ich Vollidiot habe den falschen Controller. Ich reg mich die ganze Zeit über die Lecks auf, aber anscheinend haben die damit gar nichts zu tun. Ah, ich bin so ein Idiot. Ich habe die ganze Zeit den falschen Controller geladen. Das ist mir natürlich eben beim Teambuilding nicht so aufgefallen, weil dann habe ich halt einfach mehrmals Dreieck gedrückt. Scheiße, jetzt muss ich irgendwie hier den Controller wechseln. Ja, jetzt wäre, glaube ich, noch der beste Zeitpunkt. So. Okay, der ist aber anscheinend auch voll. Also wenigstens etwas. Gut. Alles klar.
sorry nochmal. Aber ich war mir echt sicher, es liegt an den Lecks, weil ich mir eigentlich auch sicher war, den richtigen Controller zu haben. Aber ich hatte den Controller, wo die Dreiecktaste ja so halb kaputt ist. Manchmal geht sie halt, manchmal geht sie nicht. Und ja, ihr habt es ja gesehen, es gab viele Situationen, wo ich mich sehr gewundert habe, dass er den Pass nicht gespielt hat. So, hier geht Ronaldo durch gegen Hernanes. Hernanes ist natürlich nicht der Allerschnellste. Ziehen wir uns mal einen Dante noch mit rein. Der macht das gut. Sehr schön. Spielen wir nochmal Mitte. Oh, richtig schön. Falcao macht das auch gut. Schönes Tempo-Dribbling hier von Falcao. Falcao. Oh, den muss man aber machen. Ich weiß jetzt nicht genau, was er für einen Schuss hat. Aber der muss schon mal reingehen. Ich bin extra noch ein bisschen langsamer geworden. Damit er auch richtig anvisieren kann und alles. Aber naja. Und er holt einen Keeper weit raus. Thiago Silva hat es dann einfach. War aber auch eine ziemlich perfekte Ecke. Die hat sich irgendwie immer länger und länger gezogen. Und ja, kann man ihm gar nicht so ganz den Vorwurf machen, dass er Courtois da rausholt. Weil es sieht eigentlich so aus, als ob die Ecke ziemlich nah ans Tor kommt. Und ja, kam sie dann aber Gott sei Dank nicht. Alexis Sanchez geht hier auf die Reise. Immer noch. Schönes Tempo-Dribbling von Alexis Sanchez. Ramos kommt noch hinterher. Suarez, Schusstäuschung, Schuss. Oh. Und Courtois, kommen wir hinten noch ran? Nee, nicht ganz, aber ich glaube Einwurf für uns. So, Louis, was machen wir mal hier? Na, schmeißen wir nach hinten. Bupp. Hernanes bringt die Flanke. Falcao kommt schon wieder reingestartet. Aber macht ihn diesmal leider nicht rein. So, Mandzukic. Mandzukic. Ja, laufen wir mal hier schön mit. Caceres klärt das Ding vor Manchu. Jetzt mal wieder hier auf die Außen. Ja, mit Ronaldo habe ich es Gott sei Dank bisher noch nicht so viel zu tun bekommen. So, hier nochmal auf die Außen durch auf Hernanes. Ist natürlich nicht der Allerschnellste, aber er tackelt hier viel zu früh. Und jetzt die Flanke. Aber da kommt er hier mit dem, ich glaube, der Moreno war das oder wie er heißt. Sein Silber-LV. So, 2:0, das gefällt mir schon mal besser. Und jetzt gibt's entweder ein, ja, ein Quid von ihm oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall sind wir noch drinne und das Spiel ist unterbrochen. Ja, ich würde sagen, auch Statistik sagt, dass das schon in Ordnung geht, was wir da zusammengespielt haben. Habe ich jetzt natürlich schon lieber einen Gameplay gehabt. Mal gucken, ob wir jetzt hier vielleicht nochmal rausfliegen. Nee, anscheinend nicht. Spielen wir jetzt nochmal schnell eine Partie hinterher? Ich hoffe mal, wir finden einen schnellen Gegner. Dann können wir vielleicht nochmal... Oh, jetzt haben die natürlich auch noch alle keine Verträge. So, packen wir hier nochmal einen Vertrag drauf. Na? So, packen wir hier nochmal einen Vertrag drauf. Dann auf den anderen Herren nochmal. Na? Falcao nämlich. So. Komm, push dich mal hier. Der auch noch ein. Und dann suchen wir uns vielleicht nochmal schnell einen Gegner. Ich hoffe mal, wir finden schnell einen. Ach, und der Van Gaal hat auch keinen mehr. Meine Güte, was macht ihr denn alle? So, hier gleich einen dicken. Haben wir ja noch 100 Stück. 300 normale. Ja, Verträge verkaufen müsste ich auch langsam mal. Ich müsste mal gucken, was die aktuell so kosten. Habe ich lange nicht geguckt, aber wenn die jetzt vielleicht nicht auf 200 sind, sondern vielleicht ein bisschen drüber, dann könnte ich die jetzt langsam mal verticken. Weil ich glaube, normale Verträge, wie viel haben wir, 4000 oder sowas? So alle zusammen, ich glaube schon. Und ja, damit ich die mal irgendwie losbekomme, weil bringt ja nichts, wenn ich sie dann irgendwie eine Woche vor FIFA 15 verticke. Ich meine, dann bringen uns die Coins dann auch nichts mehr. Und ja, deswegen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier nochmal schnell einen Gegner finden. Vielleicht cutte ich es auch. Ja, ich glaube, ich cutte jetzt einfach mal bis zum nächsten Gegner. Also, wenn ich einen Gegner habe, hole ich euch wieder rein. Bis gleich. So, da bin ich wieder und wir spielen nun gegen... Gegen wen spielen wir denn hier eigentlich? Ah, schade. Nicht ganz gesehen. Wir spielen gegen ein Europa-Team mit Suarez vorne drinne. Suarez, Valbuena, dazu noch Walcott, Reus, Maniatis, Neustädter, Juan Fran, Bartstuber. Das müsste dieser Fernandes sein, glaube ich. Oder irgendwie so heißt er. Jordi Alba und Reiner im Tor oder so. Weiß ich nicht. Torwart habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich glaube, da war eine Spanien-Flagge. So, dann gucken wir jetzt mal. Erstes Spiel, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch ein Disconnect von seinem Internet oder so. Sah mir halt schon so aus, als ob der Gegner keinen Bock mehr hätte. Und einfach mal, keine Ahnung, entweder Spiel beendet hat. Oder... Ja, erstmal hier gucken. Ja, Kerl scheint erstmal auf Ballbesitz fokussiert zu sein.
oder ob er nichts gemacht hat, sondern nichts dafür konnte halt. Aber mein Internet war es auf jeden Fall nicht. Mir scheint es auch, dass das Internet hier anscheinend jetzt schon besser ist, bevor ich überhaupt mein neues, besseres Internet, was ich noch bestellt habe, aber was noch nicht da ist, was ich noch bekomme, weil jetzt auch gegen den hier wieder, hatte ich wieder grün und das hatte ich vorher in dem Apartment nie. Da hatte ich immer nur orange, mehr gab's nicht. Und ja, wäre natürlich ganz hübsch, wenn ich dann hier noch das schnellere Internet habe, wenn es dann, ja, vielleicht sogar jedes Mal grün ist. Wäre natürlich relativ nice. So, Thiago Silva, spielen wir nochmal in die Mitte. Ist anscheinend hier ein Herr, der sehr auf Ballbesitz steht. Das heißt, er passt sehr viel rum. So, haben wir abgefangen. So, Lukas. Und jetzt hier vorne drüber. Hat er sich leider nicht dahin orientiert, der liebe Herr Suarez. Ui, schade. Ein Ticken weiter zur Seite, dann sind wir da im Laufweg drinne. Juan Fran. Spielen hier auf die Seite auf dem CEO Walcott. So, laufen wir erstmal außen durch. Suarez. Suarez haben wir. Sehr schön. Nochmal einen weiter. Jetzt laufen wir, Suarez. Oh, da läuft dagegen Stupsi und Suarez. Und da kommt Juan Fran noch irgendwie rein. Ah, da haben wir das Laufduell gerade noch so mit dem Suarez gewonnen, mit dem alten Beißer. Aber, das war kein guter Pass. So, Sio Walcott. Reus. Haben wir. Sehr gut. Suarez, spielen wir nochmal rüber. Und jetzt da vorne durch auf dem Alexis Sanchez. Sehr schön, nimmt Tempo auf. Alexis Sanchez fackelt das Ding unten rechts rein. Sehr schön. So sehe ich dich auch bei der WM. So will ich dich auch so sehen. Ich bin ein bisschen durch. Es ist auf jeden Fall nicht Pepe Reina gewesen, sehe ich gerade. Ich glaube, das war Zieler oder so. Naja, machen wir weiter hier. So, Neustädter. Weil ich glaube, der Kerl ist auf jeden Fall kein schlechter. Weil ihr kennt es ja, ich mag es nicht, wenn die Leute gegen mich so ein bisschen langsam spielen. Da entstehen dann ab und an mal ein paar Fehlerchen bei mir. So, Valbuena, kommen wir hier mit ein paar Leuten dazwischen. Aber irgendwie können sich die beiden Brasilianer hier nicht so ganz... das ist eigentlich der Falsche. Er kommt zwar an der Ball, aber ich wollte ihn eigentlich auf die andere Seite haben. Falcao, ja, es ist übrigens Zieler. Gibt es wenigstens eine Ecke. Ich wollte den gar nicht auf Falcao durchhaben. Ich wollte ihn eigentlich auf Suarez haben. Aber naja, Eckball sagst du nichts gegen. Und Falcao. Ja, Junge, wenn du mal springen tust und irgendwie mal zeigst, dass du wirklich willst, dann machst du den vielleicht auch rein, Kollege. Naja, kannst du nichts mehr machen. So, Ramirez renne ich mir erstmal ein bisschen nach hinten, damit er mich da nicht überloppt. Ja, macht er trotzdem. Nein! Machen raus, Caceres. Dante. Oh, endlich, Alter. Das ist ganz komisch. Im WM-Modus peilen die Spieler manchmal nicht so viel und dann liegt der Ball da alles noch rum. Aber naja, ist nichts geworden. Juan Fran kann Gott sei Dank nicht ganz so gut schießen. So. Inigo Martinez. Genau, Martinez heißt er, nicht Fernandes. Ja, da war ich gerade ein bisschen durch den Wind. Oh, das war abseits. Ja, das ging zu schnell, aber ich musste den Ball loswerden, weil er da ganz gut hinter mir stand. So, macht er vielleicht kurz? Nee, macht er nicht. Können wir abfangen? Na, Ramme, ey. Das wäre so wichtig gewesen. Vor allem gegen Valbuena. Wie groß ist der Kerl bitte? 1,50 Meter. Schön hier durchgespielt auf Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Ach, du Scheiße. Ich dachte eigentlich, er nimmt seinen rechten. Das war jetzt natürlich nicht so prickelnd. Ich habe erst überlegt, reinzuziehen. Aber ich habe mir gedacht, Pace-Vorteile, da ziehen wir lieber mal über die Außen durch. Schön von Falcao nachgesetzt. Und jetzt hier durchgechippt. Hat aber gut gemacht. Er hat den Verteidiger abgewählt. Aber Alexis ist schon wieder durch. Und er macht nicht. Also Alexis gefällt mir auf jeden Fall in seinem ZOM-Posten ziemlich gut, weil er ziemlich geil da vorne rumpimmelt. Aber muss man halt dann vielleicht auch mal machen, die Dinger. Noch ein Eckball. Sieht so aus. Gut, nächstes Ding. Rodriguez bringt die Dinger relativ nice rein, muss ich sagen. Können wir hier abfangen mit Hernanes? Leider nicht. So, Suarez. 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 Alter, ich glaube, das war eine ziemliche Fackel. Sah jedenfalls so aus. Und jetzt hier vorne drüber. Nein. Ja, den bringt er irgendwie wieder mal zwischen beide. Habe ich ja schon öfter mal angesprochen, das Thema. So, Sio Walcott. Auf dem Valbuena. Der spielt uns hier aber in die Füße. So, hier nochmal einen rüber. Und jetzt außen durch auf Falcao. Ja, kommen wir vielleicht noch dran. Nein, Juan Fran ist da.
Zieler, geht's wieder auf die Außen. Ja, zwei Leute da, aber irgendwie kommen wir nicht dazwischen. Aufpassen, nicht durch ausloppen lassen. Balbuena zieht nach außen. Aber Caceres macht den Weg zu. Ja, schön. Nochmal. Gut. Und weiter auf dem Lukas. Sehr schön. Jetzt sind wir mal ganz gut hier außen durchgekommen. Bringen wir die Flanke in die Mitte. Und Alexis Sanchez ist leider nur da. Beziehungsweise der wird angespielt. Waren ja noch ein paar mehr da. So, Caceres machen wir erstmal ein bisschen die Außen dicht. So, war obvious, dass der kommt. Deswegen einfach nur den Lobpassweg zugelaufen. Gar nicht attackiert, sondern, ja, wie gesagt, einfach nur seine Möglichkeiten, um seine Möglichkeiten beschnitten. So, Rodriguez ist durch. Ist jetzt nicht der Allerschnellste, aber macht ein ziemlich abnormales Tor. Wenn ich ehrlich bin, ich habe eher drauf spekuliert, ja komm, holen wir uns wenigstens noch eine Ecke. Aber das Ding fackelt er halt mal ziemlich abnormal in den Winkel rein. Können wir uns nochmal angucken. Hier wurde er schon ganz gut aufgeholt. Ja, aber der Schuss ist halt ziemlich abnormal, muss man schon zugeben. Okay, der Gegner quittet anscheinend auch. Naja, dann haben wir in dem, ich weiß es nicht, vielleicht. Also statistikmäßig her sind wir halt ganz klar vorne. Aber sollte er quitten, ist okay. Dann haben wir halt zwei Siege eingefahren und dann müssen wir nur noch ein Spiel Gruppenphase machen und dann sind wir schon wieder in den Finalrunden. Die, ich muss gar nicht, muss sagen, die sind gar nicht unbedingt interessanter, weil ich finde, wir kriegen jetzt auch in der Gruppenphase teilweise echt gute Gegner. Also ich meine, sage ich jetzt gerade in dem Video, wo im letzten Video nach 2-0, beziehungsweise in diesem Video der letzte Gegner anscheinend quittet und der hier eventuell quittet. Okay, macht er nämlich nicht, okay. Aber ich fand die Gegner immer relativ solide und bis jetzt hat, glaube ich, im WM-Modus auch noch keiner gequittet, oder? Wie gesagt, beim letzten weiß ich es halt auch nicht. So, Alexis Sanchez hier nochmal durch. Schusstäuschung, aber die Schusstäuschung hätte nicht sein müssen. Ich dachte, ich brauche noch die Schusstäuschung, um vorbeizukommen. Aber hätte ich gar nicht gebraucht. Schade. Und somit habe ich mir sozusagen die Chance dann verbockt. So, Maniatis, Suarez. Suarez dribbelt und spielt uns hier in die Füße. So, hier nochmal auf die Außen. Nochmal hier einen in die Mitte. Nochmal kurz. Und jetzt mal hier weiter auf Falk. Nein, gib mir. Ja. Hohoho. Und der schießt das Ding, keine Ahnung. Der wollte da irgendwie einen Vogel in der Luft abschießen oder sowas. Er bringt jetzt nochmal einen Dunny für einen Reus. Also er hat anscheinend nochmal umgestellt. Jetzt leckt es gerade abnormal. Sanchez bringt dafür Valbuena. Okay, alles klar. Also er macht nochmal ein paar Wechsel. Und ja, da muss ich sagen, ich hätte auf jeden Fall eine von diesen beiden 100%igen, die ich da gerade schon wieder hatte, mal reinmachen sollen. So, das war auch wieder klar. Deswegen, das ist richtig wichtig. Ich werde immer gefragt, wie ich verteidige. Ich mache gar nicht viel. Das Einzige, was ich mache, ist versuchen zu antizipieren. Das heißt, ich denke, ah, okay, der will wahrscheinlich den und den anspielen. Beziehungsweise er kann nur den und den anspielen. Und deswegen versuche ich dann irgendwie den Laufweg oder Passweg zuzumachen. Statistik muss ich, denke ich mal, nichts sagen. Sind wir eindeutig vorne, deswegen die Führung ist auch in Ordnung. Aber die ist jetzt einfach noch zu niedrig. Die muss höher sein. So, jetzt kommt hier ein Anstoßtrick, der aber direkt zu Jefferson kommt. So, schmeißen wir mal ab. Hier einen zurück und nochmal einen nach außen. Ja, aber nicht so ganz in Lauf. Kommst du? Oh, du drückst 5 Meter vom Seiten aus, drückst du schon zurück und er bleibt halt einfach nicht stehen. So, Neustädter. Ja, können wir abfangen. Und jetzt hier vorne drüber. Schön auf Suarez. Und Suarez. Alter, der macht ihn auch nicht rein. Extra ganz ruhig gemacht. Von der Sprinttaste runtergegangen. Alles. So, lange Flanke auf Dante. Holt Maniatis da noch auf der Linie. So, Hernanez. Der kann doch eigentlich auch schießen, oder? Hui. Das war ein ganz hübsches Schüsschen, muss man mal sagen. Ich glaube, der ging mal relativ knapp über die Latte. Aber naja, relativ knapp ist trotzdem drüber, ne? So, Juan Fran. Ja, bisschen am Rumtribbeln. So, Neustädter. Juan Fran wieder. Walcott spielt uns hier in die Füße. So, hier nochmal einen rüber nach hinten. Und jetzt ganz außen. Ja, der kommt, der kommt. Schöner Pass von Hernanez. Leider nicht die beste Ballannahme von Lukas. Aber er holt sich den Ball zurück. Hinten steht Falcao. Und da kommt noch James Rodriguez, der hier fast sein zweites Ding gemacht hätte. Nächste Ecke. Und da ist diesmal Falcao. So. Alter. Was ist jetzt los?
Ey, ich habe gar nichts gemacht, aber okay. So. Ah, eigentlich hat er uns hier in die Füße gespielt, aber okay. So, Alexis Sanchez bringt das Ding rüber auf Suarez. Aber der schießt, ja, meiner Meinung nach auch zu früh und mit dem falschen Fuß und zu locker. Das wäre natürlich was gewesen. Jetzt so die erste richtige Chance für den Gegner, gleich wieder ein Gegentor. Ich meine, ich kenne es ja mittlerweile. Falcao wieder außen drüber auf Suarez. Ah, gehen wir nochmal zurück. Na, nochmal zurück. Na, macht er ganz gut. Stellt er einfach nur zu. In der Mitte haben wir nicht so die Chance anscheinend. Alexis Sanchez. Oh, schade. Schön nachgesetzt von ihm und auch hier den Ball erobert. Schön von Falcao. Hm, aber schlecht von Ramirez. Ich weiß nicht, warum er da einspielen wollte. Waren ja vorne jetzt nicht so wenige Leute frei. Oh, da sage ich noch, müssten wir haben. Schön vom Jefferson. Und wird er wahrscheinlich direkt schießen. Ah, kommt aber nicht dran. Sehr gut. Machen wir erstmal raus, das Ding. Kommt natürlich perfekt an. Also jetzt kann ich echt verstehen, warum manche Gegner das machen. Es ist halt wirklich abnormal. So, Alexis Sanchez. Spielen wir hier nochmal rüber. Auf Hernanes. Hernanes. Und der macht den auch nicht. Aber Alexis ist, glaube ich, da. Und macht hier das 3:0 rein. Ne, ist Lukas. Ja, unsere beiden Wings auch eine Bude gemacht. Sehr schön. Und ich glaube Falcao, ne? Ne, Falcao war im anderen Spiel, oder? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch Latte. So, 3:0. So kann es weitergehen. Suarez. Ja, komm. Bisschen hinterher pushen. Alexis. Haben wir. Beziehungsweise erstmal der Gegner jetzt beim Einwurf. Ja, ich mache mal da. Ja, ich wollte eigentlich gerade hinten hinrennen, aber dann gab es einen kurzen Leck. Hier schöne. Ja gut, da macht er dann auch ein bisschen zu viel. Da hat er sich sehr schön mit dem Dribbling den Platz erarbeitet. Aber ja, dann hat er halt einfach nicht aufgehört mit dem Dribbling, obwohl er eigentlich freie Schussbahn dann hatte. Aber naja, das ist ja nicht mein Ding. So, Suarez. Müssen wir hier nochmal ein bisschen warten. So, jetzt kommt nämlich außen wer mit. Nämlich der liebe Herr Louis. So, ziehen wir mal außen durch. Ne, können wir nicht. Ah, schade. Ich dachte, er bleibt da stur stehen und deswegen einfach mal versucht, mit Lukas mit Tempo dran vorbeizuziehen. So, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez mit links, aber ah, da hätte ich wahrscheinlich sogar noch einfach gehen sollen. Ramirez. Oh, ging auch knapp am Winkel vorbei. Sieht jedenfalls immer so aus, keine Ahnung. Vielleicht ging es auch nicht knapp vorbei. Stupsi, chippt hier drüber. Können wir aber wiederholen mit dem Ramirez. Ja, nochmal. Neustädter. Maniatis. Suarez. Lukas holt sich den Ball wieder. Roddy Alba. So, Suarez. Und jetzt müssen wir hier hinten mitgehen mit dem Suarez. Komme ich aber nicht ganz hinterher. Macht er gut mit dem Dribbling hier. Und ja, jetzt macht er. Alter, Keeper, Junge. Ich meine, ist okay, wenn er jetzt das Tor noch macht, aber alter Jefferson. Das Ding, das habe ich aber schon dicke drinne gesehen, aber das fischt der Jefferson dann noch von der Linie. Jetzt natürlich aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie einbrechen oder so. Es passiert öfter mal sowas. Ich meine, dass alles andere als ein Sieg für uns hier nicht verdient wäre, sollte klar sein. Ich glaube, das wird auch die Statistik darlegen. Ich glaube, wir hatten wirklich hundertprozentige für, keine Ahnung, 5 Spiele. Aber naja, ich habe es halt mal wieder irgendwie ziemlich verballert. Und deswegen, wie gesagt, aufpassen. Hui, ich sollte jetzt echt nochmal hier ganz schnell den Pimmel in die Hand nehmen. Am besten hier gleich nochmal ein Tor machen, damit es dann ein bisschen besser aussieht. So, hier nochmal schön rausgelegt auf Falcao. Oh, den will er auf den Falschen bringen. Aber Falcao bleibt am Ball. Falcao! Und irgendwer ist immer noch dazwischen. So, hier nochmal auf die Außen gespielt. James, nochmal nach hinten. Nochmal. Ja, jetzt ist aber hier alles ganz schön zu. Bringen wir hier nochmal. Keine Ahnung. Jetzt ist die Mitte offener. Und jetzt Alexis Sanchez. Und das Ding. Uiuiui. Schade. War viel Raum da. Gibt einen Eckball. Aber Ecken liefen ja eigentlich ganz gut. Die kommen nämlich ziemlich nice vom James. Und Dante macht hier das 4:1. Also der James, der hat die Dinger mal drauf wie irgendwie kein zweiter. So geile Ecken habe ich bisher noch nicht gesehen. So, 4:1. Sieht auch schon mal wieder ein bisschen besser aus. Wahrscheinlich Anstoß, Drick, ganz genau. Aber spielt uns hier in die Füße. Falcao.
Schön vorbeigelegt mit dem Dribbling. So, und Falcao, obwohl er keinen Pace hat. Ah, spielen wir mal hier in die Mitte. Ah, schade. Bringt er den Ball nicht so ganz gut, liebe Herr Radamel. Haben wir. Dante. Spielen wir nochmal ab in die Mitte. Und jetzt hier nochmal einen weitergelegt mit dem Ramme. Denkst du dir? So, den dürften wir haben. Haben wir auch. Caceres. Okay, komm, eine Bude machen wir noch. Ja, hier nochmal einen weiter. Jetzt hier auf den Suarez und nochmal Mitte. Ah, kommt da noch irgendwie dazwischen mit dem Verteidiger. Aber ein Angriff, jetzt haben wir echt noch einen und jetzt schicken wir den hier vorne durch und der müsste durchkommen. Kommt auch nicht durch. Alter, kommt da irgendwie noch dazwischen? Okay, gut, dann gibt es wahrscheinlich keinen Angriff mehr. Neustädter, fackelt das Ding nochmal nach vorne. Und jetzt sollte es hier dann auch rum sein. Ja, na gut, vielleicht kriegt er noch einen Angriff. Ja, er kriegt tatsächlich noch einen, aber Jefferson ist da und das Spiel sollte jetzt rum sein. Ich fackel jetzt einfach mal nach vorne und das Ding ist durch. So, haben wir die zwei Spiele dann irgendwie hinter uns gebracht. Boah, ich würde mal sagen, im ersten Spiel kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber wir waren da auch von der Statistik her schon ziemlich klar vorne. Und hier auch in diesem Spiel haben wir nicht sonderlich viel zugelassen, sondern eher ziemlich viel versemmelt, also ziemlich viele Chancen. Rodriguez könnte eine sehr gute Benotung haben, glaube ich. Hat ein Tor gemacht, hat Minimum eine Vorlage. Bin ich mal gespannt. Das war ja so ein Wackelkandidat für mich, für die linke Seite. Ja, Spieler des Tages, habe ich mir auch gedacht. Hat eine Torvorlage und ein Tor. Beide Stürmer nicht getroffen. Okay, sehr erfolgreich, Massive. So, machen wir weiter hier. Ja, Statistik sagt da nochmal, das übrige 21:8 Schüsse, das sagt da schon ein bisschen was aus. So, und vor allem, es waren halt wirklich auch 100%ige Dinger. Ich würde mal sagen, wir beenden das Video, ist schon wieder so lang hier, 33 Minuten. Und ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.